Ein weiteres ganz wichtiges Hilfsmittel ist die dynamische Eingabe. Ich werde die hier mal anschalten und erstmal ausschalten, mit dem Unterschied sehen. Wenn ich zum Beispiel die dynamische Eingabe ausgeschaltet habe, dann hier ein Rechteck zeichnen will, dann erfolgt die Eingabe normalerweise über den Bildschirm, ja, beziehungsweise über die Befehlszeile. Das heißt, er fragt mich jetzt hier nach dem ersten Punkt, dann kann ich hier den Punkt eingeben. Zum Beispiel machen wir hier mal, muss kurz gucken, wo bin ich hier? Hier ist mein Ursprung. Machen wir den mal bei, sagen wir mal, bei einem Meter, also 100,100. 100. Ja, dann geht das hier los und jetzt könnte ich hier übers Raster das eingeben und das hier unten verfolgen. Allerdings sehe ich jetzt hier die absoluten Koordinaten hier unten und keine relativen. Das heißt, absolut bedeutet ausgehend von diesem Ursprung. Ja, das ist natürlich ungünstig, wenn der erste Eckpunkt nicht unbedingt jetzt im Ursprung selber liegt, sondern wie jetzt hier leicht versetzt. Dann muss ich quasi sowohl bei x als auch bei y immer 100 abziehen, um jetzt die relativen Maße des Rechtecks zu bekommen. Ja, oder ich kann natürlich eingeben, kann zum Beispiel sagen, ich möchte das jetzt hier 200 in x-Richtung haben und sagen wir mal 300 in y-Richtung. Dann sieht das so aus. Also hier habe ich quasi zwei Hauptkästchen und hier weiter habe ich quasi drei solcher Hauptkästchen in y-Richtung. Und wenn Sie jetzt mit einer dynamischen Eingabe arbeiten, mache ich dies mal zum Vergleich an und gehe jetzt hier auf Rechteck, dann erscheint mir jetzt hier am Cursor schon hier meine Koordinaten ausgehen, meine absoluten momentan beim ersten Punkt. Ja, das kann man auch hier unten verfolgen. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Ja, aber ich kann jetzt quasi am Cursor hier meine Koordinaten eingeben. Zum Beispiel 100, 100. Dann hängt mir das hier am Fadenkreuz. Und der Vorteil ist allerdings jetzt hier, wenn Sie jetzt mal vergleichen. Moment, jetzt müssen wir den Objekt mal ausschalten. Dass ich jetzt hier quasi die relativen Koordinaten sehe. Ja, unten sind sie jetzt absolut. Also mit unten meine ich jetzt hier diese Anzeige. Aber die dynamische Eingabe arbeitet jetzt mit relativen Koordinaten. Jetzt tut es natürlich leichter, das kannst du jetzt relativ einzugeben. Könnt jetzt sagen, ich möchte jetzt hier das mit 100,200 eingeben. Ja, wenn Sie das absolut hätte ich quasi hier die Punkte von hier aus mal eingeben müssen. Sie können allerdings auch, und das sei ja auch nochmal mit erwähnt, interessanterweise, das mit absoluten oder relativen Koordinaten auch in der Befehlszeile arbeiten. Zeige ich ja auch nochmal, gehe jetzt hier auf Rechteck, gebe jetzt hier zunächst absolut die Koordinaten vom Anfangspunkt ein. Und jetzt kann ich im Prinzip hier mit dem Add-Symbol, kann ich jetzt hier die Koordinaten relativ eingeben in der Befehlszeile. Das hatte ich gesagt, 100. 300. Ja, das wäre jetzt nicht ausgehend vom globalen Ursprung, sondern vom Anfangspunkt des Rechtecks. Gehen wir auf Enter. Ups, da habe ich 300, nicht 200 gewählt. Tun wir das hier noch ändern. Und also das heißt, Sie können theoretisch auch, wenn Sie das dynamische Eingabe auch ausschalten und das über die Befehlszeile machen. Natürlich hat sie das trotzdem ihren Vorteil und das sei nicht verhehlt. Also manche arbeiten gerne damit. Zumal Sie auch gewisse Befehlsparameter dynamisch bekommen. Wenn ich zum Beispiel hier auf Kopieren gehe, ich gehe mal hier auf Kopieren, wähle hier das Rechteck aus, gehe auf Enter, dann zeigt mir jetzt hier den Punkt an, wähle jetzt hier den Punkt und jetzt habe ich hier so ein Pfeil, sehen Sie das hier rechts daneben? Und jetzt kann ich hier über den Pfeil, könnte ich jetzt die Parameter des Befehls abrufen. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt hier bei dem Kopierbefehl wenig Parameter habe. Wenn wir einen anderen Befehl wählen, zum Beispiel hier Rechteck, ja, könnte ich jetzt auch hier auf den Pfeil gehen. Ja, ich mache gerade die Pfeiltaste auf der Tastatur, ja, und dann kann ich hier diese erweitern und dann sehe ich auch hier die Parameter, diese aber auch in der Befehlszeile haben. Ja, dasselbe, was Sie hier haben, haben Sie auch hier unten. Auch das geht über dynamische Eingabe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Pull-Linie zeichne mit der dynamischen Eingabe, dann kann ich jetzt hier der folgen und hier erfolgt das Ganze jetzt polar mit polaren relativen Koordinaten. Also ich fahre jetzt hier die Strecke ab. Und geht es hier nach oben, könnt ihr jetzt hier die Länge eingeben, zum Beispiel 60. Mit der Tabulatortaste wechsle ich jetzt hier rüber auf den Winkel und könnt jetzt hier einen Winkel eingeben von 30 Grad. Und Sie haben eine schöne Vorschau und können jetzt immer noch hin und her schalten zwischen den beiden Werten, die noch adaptieren. Und wenn Sie sagen, ist okay, gehen Sie auf Enter und machen hier weiter. Wenn Sie zum Beispiel das Ganze jetzt relativ eingeben wollten, obwohl es hier polar anzeigt, können Sie eine relative Eingabe erzwingen. Allerdings können Sie dann die Vorschau vergessen. Ich werde es jetzt mal demonstrieren. Ich gebe das Ganze jetzt mal relativ ein.
Das heißt, ich möchte jetzt ein x haben von 0 und danach gebe ich ein Komma ein. Jetzt habe ich hier, sehen Sie hier, jetzt bekomme ich hier eine relative Eingabe, also mit x und y, und gebe jetzt ein y von, sagen wir mal, 200 ein, Tabulatast. Allerdings, die Vorschau funktioniert dann leider nicht. Ja, die müssen Sie jetzt ignorieren. Enter. Ja, und jetzt habe ich hier das entsprechend relativ eingegeben, also 2 Meter nach oben. Das ist halt bedauerlich und ich fürchte, auch wenn Sie, ich breche das Ganze mal hier ab und sich die dynamische Befehlszeile anfassen, dynamische Eingabe anfassen, anpassen, nicht anfassen, also rechte Maustaste hier drauf und auf Einstellung gehen, dann können Sie hier Zeigereingabe aktivieren. Dann können Sie hier einstellen, ob das jetzt polar oder kartesisch sein soll. Ich mache das Ganze erstmal kartesisch. Befehl einen Punkt erwartet. Koordinaten. Okay. Was haben wir hier? Hier können wir jetzt die Bemaßung, jeweils 2 Bemaßungsfelder anzeigen. Okay, das können wir hier. Das sind halt hier diese, das können Sie hier machen. Und hier unten können Sie, glaube ich, dynamische Eingabe auf Befehlszeile. Okay, können Sie bestimmen, wo das sein soll. Okay, das haben wir auch aktiviert. Was haben wir hier noch? Modell. Voransicht. Aha, hier können wir die eventuell Layout-Voransicht. Ach, das ist wahrscheinlich nur. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Experte für diese dynamische Eingabe. Ich schaue bloß gerade nach. Hier kommen Sie in die Option übrigens nochmal rein. Ja, hier können Sie das auch nochmal entsprechend einstellen. Ich benutze die ehrlich gesagt nicht allzu häufig. Ja, nur wenn ich sie wirklich brauche. Aber wie gesagt, hier kann man sich das Ganze anpassen, noch wenn man da die noch ein bisschen adaptieren will. Und ich habe jetzt das Ganze erstmal umgestellt hier auf kartesische Koordinaten. Probiere das Ganze jetzt mal aus, gehe auf volle Linie und fange mal jetzt hier an. Mit dem Raster tue ich jetzt hier einrasten. Da zeigt man es trotzdem polar an. Das ist genauso, dass mich jetzt ein bisschen irritiert, obwohl ich jetzt hier kartesisch eingestellt habe. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Also hier habe ich jetzt für zweiten oder nächsten Punkt Vorgabe kartesisch. Habe ich eigentlich kartesisch und relativ, das ist okay. Koordinaten sich mit bei jedem Befehl. Das passt eigentlich. Und hier, eventuell ist das jetzt hier beim Griffen strecken. Aha, hier kann ich eventuell die Winkeländerung ausschalten und das auch ausschalten. Gucken, was das jetzt bewirkt. Ich hoffe mal, es ist wirklich kartesisch. Schauen wir. Nee, also das ist irgendwie, also er bleibt bei dieser Eingabe. Muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, er zeigt es trotzdem kartesisch. Also diese Eingabe erfolgt es trotzdem hier polar. Also geht wenigstens die Vorschau jetzt, wenn ich zum Beispiel sage 0, Komma, das ist genau auch wieder Müll. Ja. Ich weiß es nicht, ob das jetzt vom AutoCAD wirklich so gedacht ist oder ob ich einfach nur zu blöd bin, das hier so einzustellen, dass es auch kartesisch ist. Ich persönlich muss gestehen, ich mache es dann halt polar. Ich stelle einfach hier auf polar um. Ist es nicht ganz klar, was die jetzt hier Zeiger, Eingabe, Einstellung, warum wir das nicht machen, was ich dabei gedacht haben. Müsste man nochmal nachschauen, vielleicht kann das ein anderer Kollege ein bisschen besser erklären, der die mehr nutzt. Ja, ich nutze sie ehrlich gesagt nicht allzu häufig, ich komme aus der Zeit, wo es die noch nicht gab und deswegen brauche ich die jetzt nicht unbedingt so oft. Ja, aber wie gesagt, wer will, gerade für die relative Eingabe ist es natürlich ganz praktisch und wie gesagt, ich nutze die auch zum Teil, aber ich kann damit leben, dass das halt polar ist. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das wirklich auf kartesisch umstellt, ob es überhaupt geht. Wen es interessiert, dann würde ich, und der das weiß und herausgefunden hat, kann man das gerne verraten. Dann würde ich das auch weitergeben. Ich muss da erstmal passen. Ich kann Ihnen momentan nur das zeigen, was ich damit kann. Ich vermute mal, man kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus dieser dynamischen Eingabe rausholen, als ich hier zeigen kann. Okay, soviel zur dynamischen Eingabe.